Das ist Fritz Meiniges Leben. Nein, Fritz ist kein Zipgärtner. Fritz ist Abenteurer. Sein Prinzip, geh einfach raus in die Natur. Geh raus, nimm kaum was mit und versuch da zu überleben. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Fritz trug früher weiße Bankerhemden und jetzt überlebt er rund um die Welt in Outdoor-Klamotten. Hey Leute, ich bin's Fritz vom Kanal End of the Comfort Zone, bin 27 Jahre alt und liebe Abenteuer und Herausforderungen. Du willst wissen, was dich hier erwartet? Unter anderem Urban Exploring, Lost Places, vergessene Militäranlagen, stillgelegte Industrieruinen, Relikte aus einer längst vergessenen Zeit. Faszination und Grauen liegen häufig nah beieinander. Alter, krass. Ich erkunde mit euch zusammen eine Location, die es in sich hat. Im Internet ist Fritz Meinecke ein Star. Auf seinem YouTube-Kanal nimmt er die Zuschauer mit auf seine Entdeckungstouren. 30 Jahren verlassen ist. Was ist mit den Eigentümern passiert? Eine Kulisse, die man sonst nur aus einem Horrorfilm kennt. Gemeinsam mit Wiegald Boning ist Meinecke auch für den History Channel als Geschichtsjäger unterwegs, zum Beispiel innerhalb der Sperrzone von Tschernobyl. Über Lost Places und Überleben in freier Natur hat Meinecke ein Buch geschrieben und er ist jetzt bei uns zu Gast im ZIP Sommergarten. Herzlich willkommen dem Outdoor Allrounder Fritz Meinecke. Ganz herzlich, herzlich willkommen. Das sind schon großartige Zahlen. 120.000 Follower inzwischen, die sich im YouTube-Channel ständig angucken, was sie eigentlich machen. Ja. Aber die wichtigste Frage war für mich jetzt, wann war der Moment, dass Sie das weiße Hemd eines Bankers in die Ecke geschmissen haben und haben sich gesagt, nee, ich will Abenteurer sein und zwar berufsmäßig. Also die Bankausbildung habe ich mit 18 Jahren angefangen, habe die auch abgeschlossen und auch später drin gearbeitet. Aber ich habe schnell gemerkt, auch am Anfang schon, dass es eigentlich nicht das ist, was ich in meinem Leben wirklich machen möchte. Und habe danach dann gesagt, klar, du machst die Ausbildung erstmal fertig und du arbeitest ein bisschen drin, aber ich möchte eigentlich was anderes mit meinem Leben machen. Bin dann ein bisschen zur Bundeswehr gegangen, habe auch noch andere Stationen durch und bin jetzt 28 Jahre und mache so diese hauptberuflich YouTube und alles, was damit zusammenhängt, als Abenteurer seit 1,5 Jahren. Krasser Wechsel vom Schreibtisch hin zu allem, was Spaß macht und Abenteuer bringt auf der Welt. Aber auch Arbeit ist. Auch Arbeit, man kann es sich nicht vorstellen. Es klingt so nach total Spaß und immer wieder toll. Aber und ein bisschen Sucht auch dabei, Abenteuersucht. Wie muss denn der Ort beschaffen sein oder das Ziel, dass Sie sich dafür interessieren, sagen, da will ich hin, das muss ich sehen. Also ich mache ja ganz verschiedenste Sachen auf meinem Kanal. Ich habe nicht so eine ganz spezielle Richtung. Das sind zum einen, was man gerade auch gesehen hat, so ein bisschen diese verlassenen Orte einfach, die ich sehr, sehr spannend finde. Bunker oder auch so eine alte Arztpraxis. Dann ist es so ein bisschen dieses Überlebens-Survival-Ding, was ich ganz spannend finde, so selber vielleicht wenig Ausrüstung einfach an Herausforderungen herantasten und aber auch Touren. Letztes Jahr zum Beispiel eine Alpenüberquerung gemacht über 23 Tage, wo man wirklich sagt, okay, ich mache jetzt mal richtig streckig, bringe meinen Körper ein bisschen an meine Grenzen und das sind so die ganzen ein Punkte. Ein bisschen den Körper an seine Grenzen bringen. Ja. 23 Tage. Ja. Tage, härteste Alpenwanderung, die Knochenschmerzen, also ihr erzählt nochmal, was ich gelesen habe. Die Füße, alles, der ganze Körper. Ja, es regnet die ganze Zeit. Also es war eigentlich ziemlich öde und es war so der Punkt bestimmt ganz oft auch da, dass Sie nicht mehr wollten. Wie motivieren Sie sich in solchen Momenten? Also wir hatten ziemlich gemixtes Wetter. Wir hatten auch vor einer Temperaturen von minus 5 bis 38 Grad. Man hat ja auch verschiedenste Höhen auf so einer Tour. Und gerade der Anfangspart war sehr, sehr schlecht vom Wetter. Und das war natürlich auch so ein Punkt, man startet in so einer Tour, man weiß, man ist jetzt mehrere Wochen unterwegs und es geht total mies los. Aber haben Sie so diesen Satz, wenn nichts mehr geht und Sie kriechen auf allen Vieren? So, den habe ich quasi hier drauf. Das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone. Also im Endeffekt ist es ja so, dass man sich dann erst richtig spürt oder die Sachen, an die man sich auch zurückerinnert. Ich meine, das sind die Sachen, die halt einfach im Kopf bleiben. Und natürlich in dem Moment, wo man drinsteckt und sich quält, ist es irgendwie komisch. Man fragt sich, warum tue ich mir das an? Aber in dem Moment, wo ich oben auf dem Gipfel bin und den Sonnenuntergang sehe und merke, was das für eine Energie hier oben ist, dann weiß ich, warum ich es getan habe. Ich habe in seinem Buch auch gelesen, dass er die Hosentaschen voller Erdnüsse hat. Ja. Und er belohnt sich immer jeweils nach mehreren Stunden mit einer einzigen Nuss. Wenn genau, ich so, so weit mal bin irgendwann, na gut. Wir haben es gerade schon im Film gesehen. Sie haben für das Fernsehen eine Dokumentation gedreht an verschiedenen so einer verlorenen Orte mit Wiegald Boning zusammen. Genau. Und die beiden haben sich auch in die Todeszone von Tschernobyl getraut. Tschernobyl, 30 Jahre nach der Katastrophe. Da die Bewohner in dem Glauben gelassen wurden, bald wieder nach Hause zu können, stehen viele Gebäude noch im Originalzustand. Die Halbwertszeit des radioaktiven Isotops Cäsium-137, das hauptsächlich bei der Katastrophe in die Umwelt geschleudert wurde, liegt bei ungefähr 30 Jahren. Dieser Kontrast zwischen dieser doch krassen Katastrophe, die hier passiert ist,
dem Frühling, Wiedergeburt. Am Unglückstag sollte im vierten Block ein Experiment stattfinden, bei dem überprüft werden sollte, ob die Turbinen bei einem kompletten Stromausfall im Kraftwerk noch genügend Strom liefern können. Um 1.23 Uhr zerriss eine mächtige Knallgasexplosion den Reaktor und alles, was ihn umgab. Fritz, der Geigerzähler lief und das waren nach wie vor sehr hohe radioaktive Werte. Ist das jetzt noch abenteuerlos oder ist es einfach mal bescheuert? Das mag sicherlich jeder anders sehen. Ja. Also generell ist es so, dass verschiedenste Bereiche unterschiedlich kontaminiert sind. Und es kommt immer darauf an, wie lange man sich an einem Ort aufhält. Und natürlich ist da bei jedem Abenteuer, was ich mache, ein gewisses Restrisiko drin. Aber ich gehe nicht blauäugig ran, jedenfalls nicht mehr. Und habe mich natürlich auch vorher informiert und bestimmte Sachen oder Vorkehrungsmaßnahmen getroffen. Weil Sie sagen, Sie gehen nicht mehr blauäugig ran. Es gab offenbar mal eine Zeit, wo Sie das ein bisschen locker genommen haben. War da mal ein Moment, wo Sie wirklich bangen mussten um Ihren Körper, um Ihr Leben? Ja, es gab eine Situation, das war, glaube ich, um Weihnachten rum. Da habe ich mich an einer Brücke abgeseilt, im städtischen Raum, sage ich mal. Also erstmal nicht so ganz Gefährliches von vornherein, oder? Nein, an sich nicht. Drunter war ein reißender Fluss und es war Dezember. Das macht es schon wieder ein bisschen komisch. Und die Sache war die, dass ich, normalerweise hat man einen Seilschutz oben an einer Kante, wenn man sich bei sowas abseilt. Den hatte ich auch, aber dadurch, dass es nachts war, habe ich nicht gesehen, dass es um 1 Zentimeter verrutscht ist. Und ich bin da unten rumgependelt, wollte in so einen Schacht rein und irgendwann schrie ein Kumpel von mir oben, der das ein bisschen überwacht hatte, du, dein Seil sieht nicht gut aus. Und dann gucke ich nach oben und sehe, wie der Mantel halt komplett aufgeflattert ist, der Kern schon angefressen. Und in dem Moment zieht so, ja, wie man es so kennt, so ein bisschen das Leben einmal ganz kurz vorbei. Und man schaltet sofort und ich habe dann halt angefangen, mich zwischenzusichern, umzubauen. Und das war aber so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, du musst dir vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen vorher oder halt einen zweiten Absicherungsweg, ein Backup haben, irgendwie sowas. Und haben Sie das Seil noch? Das Seil habe ich zu Hause liegen, ja. Ja? Als Erinnerung an genau. Das. Ja. Fritz, wir sind froh, dass wir Sie hier so. Man muss daraus lernen aus seinen Fehlern. Ja, das stimmt. Ja. Oh Gott. mir ist jetzt ehrlich gesagt mal nach was Ruhigem zumute. Ihr Überlebensapplaus übrigens. Wollen wir nicht mal irgendwas Nettes, weniger Schlimmes machen? Elbsandsteingebirge vielleicht? Machen wir jetzt, ne? Gut. Diesmal bin ich im Elbsandsteingebirge unterwegs. Meine allererste Priorität hier ist auf jeden Fall ganz klar Wasser. Das heißt, ich werde einfach mal durchs Gelände gehen und gucken, ein bisschen horchen, ob ich irgendwo eine Wasserquelle finde. Das Einzige, was ich dabei habe, ist ein Schlafsack, eine Schaumstoff-Isomatte, ein Messer, ein Feuerstahl und eine Edelstahlflasche. Das nächste Ziel ist ja Unterschlupf und Feuer machen. Das heißt, erstmal ein bisschen Harz sammeln. Und hier sind richtig dicke Klumpen hier unten auch. Und die werde ich jetzt einfach ein bisschen in Moos einpacken und mir dann in die Tasche packen. So, was machen wir jetzt, wenn wir das Harz haben und das Moos? In dem Fall habe ich es als Zunder genommen. Also generell, wenn man natürlich Feuer entzünden möchte, braucht man erstmal irgendwie was, sage ich mal, gut brennt. Und das Moos war nur, damit das Harz mir nicht alles vollklebt. Das war quasi so eine natürliche Tasche. Feuer und Wasser sind natürlich für so Outdoor-Spezialisten, wie du einer bist, große Themen, wenn man unterwegs ist. Wenn ich jetzt nicht das habe, das Baumharz, wie kann ich dann sonst so Feuer machen im Freien? Ja, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Also natürlich kann man sich auch irgendwie was mitbringen, was man zu Hause hat. Aber ich finde es ganz cool, so natürliche Materialien zu nutzen. Und es soll ja auch wenig Gepäck geben, wenn man unterwegs ist, ne? Genau, also manche Sachen das, was in der Natur kann man einfach nutzen, die man in der Natur findet. Das ist jetzt Birkenrinde und das Coole ist, dass die so verschiedene Öle drin haben. Und ich habe meistens so eine Art Feuerstahl-Zündstahl dabei. Also das musste ich mir schon mitnehmen. Genau. Und im Vergleich zu einem Feuerzeug ist halt das Coole, dass dieser Feuerstahl halt nass werden kann. Er wird nie alle. Und bei dieser Birkenrinde hier muss ich quasi das klein auffächern. Das kratzt man richtig auf. Ja, da kann ich ein Messer zu nehmen. Dann hat das Ding halt noch eine andere Seite. Damit kann ich dann Funken schlagen, ja? Oh, und schon so schnell brennt, geht es. Die Birkenrinde. In wenigen Sekunden. Und das Schöne ist, dass die hat halt so eine Öle drin, die brennt auch normalerweise nass. Und da brauchen wir jetzt halt ein bisschen kleine Äste, um dann das Feuer natürlich zu nähren. Aber es geht eigentlich darum, einen Funken in eine Flamme zu verwandeln. Gleich mal. Das ist erstaunlich, wie lange das brennt. Noch eine andere Möglichkeit, Fritz? Was können wir noch versuchen? Ich hab noch, wenn ich gerade keine Birke habe, die mir im Wege steht. Also was ich mal ganz spannend finde, ist auch, was kann man zum Beispiel aus dem, sag ich mal, städtischen oder urbanen Reich benutzen?
geht nicht mal aus. Ach, geht ja in eine Richtung, alles gut. Eine andere Sache, die nicht immer funktioniert, und zwar kann man mit Kaugummipapier, das ist ja so doppelt beschichtet, ich habe das mal ein bisschen vorbereitet, weil wir haben ja keine Zeit beim Fernsehen. Richtig erkannt. Ja. Und wenn man das so ein bisschen zurechtschneidet. Das Papier schneiden, in der genau, Mitte ist es dünn. Und genau, man hat eine Alubeschichtung quasi drauf und wenn man das zusammen macht, dann geht das Metall hier durch. Jetzt sieht man es, hat es nur geglüht und normalerweise, wenn man es mit ein bisschen Glück, geht das Ganze dann in eine Flamme. Wir machen nochmal den zweiten Versuch mit dem zweiten Streifen. Können Sie das sehen in der Mitte? Sofort fängt das an zu glühen und auch da entsteht dann eine Flamme. Also wenn man da jetzt zum Beispiel ein Zündernetz noch ranpackt oder so, dann also es geht quasi nur darum, im ersten Moment beim Feuer, dass man erstmal diese Flamme erzeugt. Ist ja nicht gerade einfach, wenn die Flamme erstmal da ist, dann kann man ein bisschen Gras nehmen. So in kurzer Zeit, so kleine, aber witzige Dinge, von denen man sehr viel im Buch lesen kann. Fritz, sag aber noch Ziele, Pläne für 2017. Was steht jetzt als nächstes an? Als nächstes ist eine Hochtour auf dem Gletscher geplant, also richtig schon mit Eispegel und so verschiedensten Sachen und hoffentlich nicht in einer Gletscherspalte landen. Und das zweite ist ein Wildnis-Track über 7 Tage. Das Spannende wird daran sein, es ist kein normaler Wanderweg, sondern wirklich an der Küste lang und wir müssen vorher noch Essens- und Wasserdepots anlegen, weil dort nichts ist. Komm heil zurück, Fritz Meinecke. Ganz, ganz lieben Dank. Und für Sie jetzt, liebe Zuschauer, unsere SIP-Tipps.